Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 83 vom 9. März 2022. An dem Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Abend. Wir haben wieder eine Tüte Buntes. Wir haben ein optisch wunderbar ansprechendes Pad für euch zusammengestellt. Das war alles geplant. Das läuft von unten links nach oben rechts keilförmig zu. Davon von Sektion zu Sektion immer weniger Themen drin sind. Was haben wir in dieser Woche vor? Ja, wir sprechen, also die meisten Themen haben wir im Bereich SpaceX, dann kommt Raumfahrt, dann kommt Roskosmos, schauen wir mal, inwiefern sich Rogozin und ein amerikanischer Astronaut im Internet auseinandergesetzt haben. Zu Astra haben wir noch ein Update, über Perseverance sprechen wir einmal und dann haben wir nochmal einen Ausblick über Starts und Landungen in der Vergangenheit oder ja, was so ansteht. Jawohl, dann lass uns mal fresh loslegen hier. Ja. Starbase. Du hast noch eine Anmerkung, mach du. Oder was? Nee, ich wollte sagen, dass es mir gar nicht groß aufgefallen ist, dass Starbase weiter ausgebaut wird und ich war etwas überrascht, dass dort jetzt richtig Fundamente zu sehen sind auf einem der Fotos von RGV Aerial Photography. Das, die ziehen wir immer mal gerne hinzu, um über Updates zu sprechen auf Starbase. Genau. Aber mit dem Thema wolltest du wahrscheinlich auch gerade anfangen. Ja, genau. dass SpaceX im Grunde anfängt, richtige Fundamente zu legen, das ist ja jetzt schon seit einigen Wochen so. Allerdings in kleinerem Stil, dass jetzt tatsächlich sichtbar wird und sich die Spekulationen ein bisschen bestätigen, dass dort möglicherweise feste Gebäude installiert werden können. Das haben wir jetzt erst diese Woche gesehen. Wir sagten während der Pre-Show, eigentlich wird es auch mal langsam Zeit irgendwie, ne? Naja, genau. Man sieht viele Zelte rumstehen und das sieht immer so ein bisschen provisorisch aus. Genau, und jetzt sieht man da schon richtig Fundamente, die da angelegt werden. Und es gibt auch ein paar Leute, die da anscheinend schon ein bisschen genauer wissen, was dann da auch aufgebaut wird. Also es wird eine Flachdachhalle, sage ich mal. Nicht allzu hoch, nicht höher als die Zelte drumherum. Nicht unbedingt höher. Und manch einer weiß auch schon, was dann da gebaut werden soll, in welchen Sektionen und so, wenn man sich den Twitter-Thread mal durchliest. Ja, ich habe es tatsächlich auch nur beim Vorbeiscrollen auf Twitter gesehen und ich meine, dass What About It, da gucke ich jetzt gerade nochmal rein, das auch nochmal thematisiert hat, also Felix, das ist wohl eins hier der Hauptthemen in der aktuellen Folge. Okay. Insofern, das ist, glaube ich, einfach nur an uns vorbeigegangen, so ein bisschen, dass hier jetzt wirklich mal ein bisschen Butter bei die Fische gemacht wird und die ganzen Provisorien dann abgebaut werden. Aber gut, hey, in Zelten, das kennt man ja von Tesla, da kann man auch wunderbar drin bauen. Der Unterschied bei SpaceX als Raketenunternehmen war ja eigentlich immer nur, dass Raketenbauer sonst immer sehr auf Reinräume und also was irgendwie oder assoziiert wurden. Ich weiß gar nicht, ob die das unbedingt immer alle gemacht haben, aber damit habe ich das eigentlich immer Ewigkeiten assoziiert, dass du da Boden hast, von dem du essen kannst und da jetzt nicht bei einem Lüftchen irgendwie dir der Sand da in allen Ecken reinpfeift. Ja, das ist vielleicht auch, wie bei Tesla, da werden dann einfach mal Standards nochmal überdacht, ob es unbedingt nötig ist. Also bei Satelliten kann ich mir das sehr gut vorstellen, die dann auch so feinmechanische Teile haben und so. Aber hier sieht es zumindest immer sehr grob mechanisch aus. Weshalb das vielleicht noch nicht so eine Rolle gespielt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft dann auch nochmal Bereiche geben wird, die doch auch einen höheren Sauberkeitsgrad brauchen. Ja.
Wo ich gespannt bin, ob die tatsächlich den Grad von Integration beibehalten auf dem Starbase-Gelände. Es ist ja so, dass die auch dort eine kleine, so eine kleine Bäckerei für die Hitzeschutzkacheln und sowas haben. Da wird sich mit Sicherheit jetzt in der Umstrukturierung nochmal zeigen. Wie nennt man es im Grunde? Also an der Erhärtung der aktuellen Strukturen und an dem, durch die Gegend schieben von Zelten, die, das haben wir auch in den vergangenen Wochen gesehen, dass Zelte an einer Stelle abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut wurden, dass hier möglicherweise dann eventuell nochmal die Produktionsprozesse, da die Lücken dann eben geschlossen werden. Optimierungsbedarf besteht da überall. Das ist halt immer so ongoing process. Sagt man auf Deutsch? Ja. Ach so. Auf Deutsch, work in progress. Genau. Ist in der Mache. Ja, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, hattest du nochmal oder bist du nochmal vorbeigestolpert an einem aktuellen Diagramm zu Tatsächlich ja, aber ich weiß nicht mehr, also ich habe es nicht mit hochgeladen, weil ich jetzt keine große Veränderung gesehen habe zu letzter Woche, Deswegen habe ich es nicht mit reingestellt. Ja gut, also es gibt jetzt nicht auf einmal einen ganz neuen Prototypen, der ganz anders aussieht. Genau, davon hätten wir auf jeden Fall berichtet. Ja. Gut, ansonsten Bluebird sehe ich gerade, die sagen mir so noch gar nichts, gehen mit SpaceX ins All. Das hast du mit reingeschmissen. Wer ist Bluebird? Gefunden habe ich das über den Telegram-Kanal von so einem SpaceX-Kanal, sage ich mal, kein offizieller, aber da werden immer viele Informationen geteilt, die was mit SpaceX zu tun haben, und hier wird auch mal mitgeteilt, wenn es ein neues Memorandum of Understanding gibt oder ein neues Multi-Launch Agreement, so wie mit AST, Space Mobile, und da haben wir vorhin ein bisschen mehr Zeit investiert, um herauszufinden, was die eigentlich machen, was die für Ziele haben. Und wir hatten dann ein Video reingeguckt, was recht lang geht, wo auch erklärt wird, was das Unternehmen eigentlich vorhat. Und die wollen 150, hatte ich vorhin gesagt, ne, Satelliten am Ende, 185 so in dem Dreh, ins All schießen und damit normale Mobiltelefone mit 5G verbinden. Haben wir uns erstmal gefragt, okay, wie kann das funktionieren? Ja. Wie machen die das technisch? Und in diesem Video wird das besser und näher beschrieben. Und haben einige Partner auch. Aktienkurs steht bei $10.25, hattest du gesagt? Ja, genau. Also die sind wohl irgendwie mal mit $10 gestartet 2019 und sind jetzt bei 10,2 wieder angekommen, nachdem sie einen Drop hatten auf $5. Long story short, als du mir das Video, oder dann gar nicht, dass du mir nicht das Video geschickt, sondern als du mir die Webseite, glaube ich, geschickt hattest, hatte ich erstmal so drüber gescrollt und habe so gedacht, das sieht aus wie Scam. Das hört sich an wie Fake irgendwie. Also es geht tatsächlich darum, wenn man sich so über die Webseite drüber liest, mit einem normalen Smartphone eine Verbindung zu diesem Satelliten aufzubauen. Also jetzt nicht irgendwie ein Satellitentelefon, wo man dann nur mit telefonieren kann, sondern nein, eine richtige 3G, 4G bzw. 5G-Verbindung mit einem im Low Earth Orbit befindlichen Satelliten. Und ich weiß nicht, ob wir das bisher, also ob wir solche Konzepte bisher noch nicht gesehen haben, weil es bisher noch niemand ausprobiert hat oder in die Richtung geforscht hat. Oder weil es technisch schwer vorstellbar so, ja, ne? Ja, total. Mhm. Also manchmal, gerade wenn man an 5G denkt irgendwie, also wenn ich hier bei mir im Keller sitze, habe ich keinen Mobilfunkempfang, weißt du? Und dann eben das Mobilfunkempfang im Grunde von, gut, dann wahrscheinlich Freifläche, aber nichtsdestotrotz von, wobei sie zeigen hier auch einen Konzertsaal in ihrem in ihren Pressematerialien, also dann von
ja, von großen, meinetwegen geschlossenen Räumen, dann eine direkte Verbindung mit dem Handy aufzubauen mit einem Satelliten, das ist doch einigermaßen ambitioniert, würde ich mal behaupten. Die Satelliten, die eingesetzt werden, sind aber auch vergleichsweise riesig. Ich habe jetzt zum Vergleich nochmal rausgesucht, einen Starlink-Satellit, der ist ungefähr einen 1,10 m x 70 m x 70 m groß und wiegt ungefähr 400 Kilo. Jetzt geht der größte Teil bei den Starlink-Satelliten für das Solarpanel drauf. Das heißt, die eigentliche Logik und die Sendeeinrichtung ist nochmal eine Ecke kleiner. Und ja, dann guckt man eben, was AST-Team Space Mobile, Mobile vorhat. Und die wollen Satelliten mit einer Größe von ungefähr 28 mal 15 Metern starten. Und die letzte Dimension fehlt ja noch, also 28 mal 15 mal wenige Zentimeter. Also der soll sehr, sehr dünn sein, der Satellit, aber dafür besonders viel Fläche bieten, die dann auch Richtung Erde zeigt. Wo jetzt gerade, wo ich es ausspreche, mir schon wieder so der Gedanke kommt, also wir haben uns bei Starlink erschrocken, wie krass die reflektieren. Und das haben die während dieser Orbit-Race-Phase gemacht, als sie quasi mit dem Solar-Panel Richtung Erde gezeigt haben. Und dann gehen die ja irgendwann in diese Shark-Fin-Konfiguration, wo dann das Solar-Array orthogonal von der Erde wegzeigt. Wenn du jetzt aber einen 28 mal 15 Meter großes, also das wird spannend. Ich habe gerade mal bei mehreren Dimensionen. Ja, bei Reddit auch nochmal einen Artikel und Beitrag gefunden, da wird das Patent erklärt, wie sie diese Arrays entfalten. Mm. Ist auch nochmal ganz interessant. Auch wenn es auf Englisch ist, trotzdem stelle ich es da einmal mit rein. Ja, klar. Na, also die Idee ist einfach, die Sendeleistung über Fläche zu realisieren. Das heißt, großflächige Satelliten. Also in der Größe haben wir von der Fläche aktuell einfach nichts im Low-Earth-Orbit rumfliegen und das wird doch einigermaßen spannend werden, wie sich das gesamtgesellschaftlich dann verhält. Wir hatten ja immer wieder mal so diese gesamtgesellschaftliche Dimension von Starlink angerissen, aber da brauchst du halt immer noch diese Empfangsterminals und eine monthly Subscription und wenn du hier tatsächlich jetzt in so einen Satellitennetz roomen kannst. Bleibt spannend. Wann starten sie? Wir hatten einen konkreten Starttermin ja schon für den Prototypen. Da habe ich das hier noch irgendwo? Nein, natürlich nicht. Oder haben sie nur bis Ende 2024 okay. Wollten sie alle 150 oder 185 Satelliten, Bluebird-Satelliten im Orbit haben. Okay. Und das ist ja schon bald, würde ich sagen. Das ist ja schon bald, ne? Also da müssen sie sich ja langsam. Hier in dem Tweet von Ihnen war jetzt auch nichts weiter genannt. Ja. Ja. Ich habe es halt auch nur bei Wikipedia rausgelesen. Ich habe mir die Quelle jetzt nicht nochmal angeguckt. Also für diejenigen, die das nochmal näher interessiert, guckt das lieber nochmal nach. Oh. Ansonsten warten wir einfach mal ab. Ja. Also das wird mit Sicherheit nicht mehr das letzte Mal gewesen sein, dass wir über AST Space Mobile gesprochen haben, weil spätestens wenn der Start stattgefunden hat und es dann so eine Deployment-Phase gibt, da werden wir berichten. Ja. Ja, ansonsten, was haben wir noch so Schönes in der SpaceX-Section drin stehen? Nur wir hatten zwei Starts, Starlink-Starts mal wieder. Ich habe die Kachel betitelt mit weitere Besenstiele gehen ins All, mit Anlehnung an Rogozins Hinweis, wie denn die Amerikaner ins All kommen wollen. Und naja, genau. Das heißt, die Starlink-Flotte wurde jetzt erweitert mal wieder. Und es stehen noch einige Starts an und ja, die wöchentlichen Starts werden sie wohl auch so beibehalten. Jo. Also ordentlich was los da. Ja. Aber ja, wir besprechen das gar nicht mehr so im Detail. Ich hatte auch schon vorhin zu Silas gesagt,
dass ich mir da die Livestreams früher immer regelmäßig reingezogen habe. Das ist jetzt auch schon wieder länger her. Ja, das zeigt, wie schnell man sich auch an Dinge gewöhnen kann. Ja, und das spiegelt sich ja auch, das haben wir ja auch gerade während der Pre-Show schon festgestellt, in der Videokadenz bei Tim wieder, der ja wohl auch mit vielen anderen Sachen beschäftigt ist, nur nicht mit dem Stream von Starts. Und das war für mich halt eigentlich immer so, wenn ich quasi von YouTube die Push-Notification gekriegt habe, Everyday Astronaut hat einen Stream oder plant einen Stream, dann war für mich eigentlich so, oh ja, okay, das passt zeitlich irgendwie, dann mache ich das während des, weiß ich nicht, während des Abendessens oder statt Abendprogramm halt irgendwie an. Weil man ja auch drumherum, gerade während man auf den Start gewartet hat oder sowas, wurde man ja immer mit News aus der Raketen- und Space-Szene überhäuft, weil die einfach durch die Kommentare alle so abgearbeitet wurden. Ja. Und ja, gut, das ist vielleicht dann auch so ein gewisser Öffentlichkeitskanal, der dann da weggefallen ist. Ja, wenn man sich mal vorstellt, wenn wir dann so in 2-3 Jahren regelmäßig Falcon Heavy Starts haben oder dann sogar Starship Starts, dann sitzen wir vielleicht irgendwann da und denken, ja gut, ist ja nett, was ist das? Was ist das nächste Highlight? Ja, genau. Wann geht's? Der erste Start vom Mond, vom Mars. Die erste Crew zum Mars. Genau. Oh, ja. Ja, aber hey, so ist das, man gewöhnt sich an alles und das war ja auch so ein bisschen das, wo wir anfangs diese Starts für Menschen, also diese bemannten Starts mit Blue Origin und mit Virgin Galactic immer einsortiert haben als großes Ereignis, als Großereignis. Mittlerweile sagen wir ja, ne, also Blue Origin, nochmal viele Leute, ihr wisst Bescheid. Ja. Ich hatte noch rausgesucht einen Tweet von Elon. Wir hatten ja in der letzten Woche überlegt, wie es eigentlich ausschaut mit der Verwendung von Starlink in der Ukraine. Das wurde ja da gangbar gemacht und wir hatten überlegt, ja, wie ist das jetzt? Kann man quasi über eine Starlink-Antenne sich besonders leicht angreifbar machen? Wird man dadurch ein leichtes Ziel für Luftortung beispielsweise? Und Elon hat dazu getwittert und hat so Bedenken gegeben, dass man auf jeden Fall vorsichtig sein sollte, wenn man Starlink benutzt, einfach weil es ein attraktives Ziel ist. Dort, wo eine Starlink-Antenne ist, werden auch Menschen sein, die sie nutzen. Und es wurde empfohlen, mindestens eine Dose metallpartikelfreie, also nicht metallic, eine normale, weiß ich nicht, unifarbene Sprayfarbe zu nehmen aus der Dose und die Schüsseln dünn einzulackieren, damit die nicht von oben so weiß quasi auf den Satellitenbildern leuchten. Und ansonsten, das hatte ich nicht gelesen. Soll man einfach die möglichst komplette Kabellänge ausnutzen. Ich glaube, es sind 60 Meter Kabel oder sowas sollen irgendwie dabei sein. Irgendwie 30 vom Router zur Schüssel und dann irgendwie nochmal 30 für den Router nach drinnen oder so, wie ich das jetzt verstanden hatte. Okay. Und um da mögliche Gefahren möglichst zu minimieren. Eine Kachel habe ich hier grüner Wasserstoff made in Texas. Ah. Wie bist du darauf gekommen? Wie bin ich da drauf gekommen? Discord. Wir haben doch einen wunderbaren News-Recherche-Kanal bei uns im Senkrechtstarter-Discord und da wurde eben berichtet von Hydrogen City, ein texanisches Startup, das sich jetzt eben mal mit der Produktion von viel, viel, viel grünem Wasserstoff auseinandersetzen will. Und die wollen in einem County mit rund 12.000 Einwohnern das weltgrößte Wasserstoffkraftwerk der Welt errichten. Jetzt habe ich das weltgrößte der Welt gesagt, das habt ihr nicht gemerkt. Und es soll eben aus Wind- und Solarenergie produziert werden. Das heißt, es ist kein, wie sagt man, ich glaube, blauer Wasserstoff oder ne? Grauer Wasserstoff ist ja, glaube ich, der aus fossilen. Blauer ist der, wie war das nochmal? Ich glaube, es ist, glaube ich, der aus grüner gemacht wird und dann verfeuert wird oder so. Gab es irgendwie so
das ist auf jeden Fall grüner Wasserstoff, also der soll als solcher wohl auch verwendet werden. Und interessant war das Ganze einfach nur, weil auf einer ihrer Slides, die sie während der Präsentation der aktuellen gezeigt haben, angedeutet wurde, dass man nicht nur Ammoniak-Herstellung damit versorgen könnte, sondern auch eine Rocket Fuel Production. Beispielsweise in Brownsville. Und insofern ja, ist naheliegend, dass hier Gespräche mit SpaceX laufen, um die zu beliefern, um dann eben aus dem Wasserstoff Methan zu machen. Und ja, ich denke, das werden sie brauchen. Blauer Wasserstoff resultiert aus der Dampfreduzierung von Erdgas. Ach, so war das, genau. Nur um das nochmal zu vervollständigen. Und dabei wird Wasserstoff und CO2 gespalten und das Kohlenstoffdioxid dann nicht in die Atmosphäre ausgestoßen, sondern gespeichert und dann irgendwie anderweitig verarbeitet. Ja, genau. Steam Reforming, genau. Ja. Genau, also einmal aus, wie nennt man sie, konventionellen, aus fossilen Energieträgern quasi den Strom herstellen, um Wasserstoff herzustellen, dann einmal Steam Reforming und dann einmal grüne erneuerbare Energien. Okay, got it. Ja, danke. Gut, ja, viel Wasserstoff werden sie da ja auch brauchen. Yeah. Von daher ist das doch eine gute Ansiedlung. Ne? Werden sie hoffentlich brauchen. Das Umweltgutachten, hatten wir ja letzte Woche berichtet, wurde ja nochmal einen Monat verschoben. Ja. Das heißt, also, da gibt es nichts Neues. Nicht genau, an dieser Front leider nichts Neues. Ja. Ja, Raumfahrt rüber, hä? Gerne. Wir hatten ja schon mal, ich glaube, in der vorletzten Episode darüber gesprochen, dass eine Raketenstufe auf dem Weg zum Mond ist, ungeplant. Man ging damals davon aus, dass das eine chinesische Raketenstufe ist. Dass es eine Raketenstufe von SpaceX ist. Aber es ist doch wohl eine von den Chinesen. Und mich hat fasziniert, dass der Einschlag jetzt stattgefunden hat. Das Krater aber tatsächlich halb so groß ist wie Polen, fand ich faszinierend. Und eine amerikanische Sonde oder eine NASA-Sonde, Lunar Reconnaissance Orbiter, wird Mitte März einmal über diese Stelle fliegen und hoffentlich ein Bild davon machen. Ich würde nicht sagen von eine, ich würde sagen die NASA-Sonde am Mond. Ja. So viele haben wir da nicht. Ja, richtig. Also hat mich erstaunt, dass das doch wirklich so groß ist, der Einschlag. Und hat mich dann, sagten wir ja auch schon während der Pre-Show, nochmal drin bekräftigt, dass wir vielleicht eine kleine Fehlerkorrektur einbauen müssen zu dem, als wir das erste Mal erwähnt haben, als quasi so klar war, dass da etwas auf dem Mond einschlagen wird und möglicherweise, wie du ja gerade auch schon sagtest, eine SpaceX-Raketenstufe. Damals hatten wir gesagt, ja, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, das passiert halt zwischendurch mal, dass irgendwie was mit dem Mond kollidiert, aber einschränkend, dass ein man-made Object von dieser Größe mit dieser Geschwindigkeit auf dem Mond aufschlägt und dann einen Krater von der Größe, ja, halb Polens oder Iowa in Gänze hinterlässt, das ist schon ein Ding. Ja, also Geschwindigkeit hatten wir noch nicht genannt, 8000 Kilometer pro Stunde. Kann man sich da schon so ein bisschen vorstellen, dass das auch was Größeres hinterlässt. Ja, das Ding wiegt halt auch ein paar Tonnen, ne? Und da wird dann doch ein größerer Krater zurückbleiben und insofern doch, das ist was Nennenswertes und wird in der Art und Weise einfach nicht häufiger passieren, wenn der Mars Reconnaissance Lunar Reconnaissance Orbiter dann da mal Bilder geliefert hat. Ich weiß halt nicht, also wäre mal interessant zu wissen, ob das vielleicht auch so ist die abgewandt, mondabgewandte Seite war das, ne? Mhm. Ah, okay, ja, schade. Ja, man kann das nicht beobachten von der Erde aus. Ja, genau, einerseits beobachten wäre ja cool, um vielleicht nochmal so Dynamiken auf dem Mond zu beobachten. Und andererseits habe ich überlegt, vielleicht legt dieser Einschlag ja auch
quasi Staubschichten auf dem Mond frei, die man bisher noch nicht so gut beobachten konnte, die einfach sehr lange kein Sonnenlicht abgekriegt haben, sodass man da noch irgendwas Cooles irgendwie draus schließen kann. Aber wenn wir die nicht sehen, ist das uninteressant. Ja. Dann bringt uns das nichts. Ne? Eins ist auf jeden Fall sicher, eine Gefahr für vergangene Missionen wie Apollo-Missionen oder andere Landeplätze bestand auf jeden Fall nicht. Also man kann davon ausgehen, dass dass der Mondrover von damals auch noch da rumstehen wird und nicht zerstört wurde. Er wird nicht zerstört werden, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass auch Sachen wie jene, die auf der von uns sichtbaren Seite des Mondes platziert sind, ordentlich Staub abkriegen werden. Ne? Das war ja damals auch die Diskussion, ob SpaceX die Triebwerke für das Lunar Starship unten drunter montiert oder etwas weiter oben montiert. Wir hatten ja beide Rendering-Versionen damals irgendwie so gesehen. Und Gegentriebwerke ganz unten am Starship bei der Landung sprach ja eben, dass wenn man Geröll aufwirbelt, dieses sehr lange, dass das einfach eine Umlaufbahn um den Mond einnehmen kann. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass einiges von dem Geröll, was da jetzt hochgekickt wird, als Staubwolke Orbits um den Mond einnehmen wird. Wobei, weiß ich nicht. Also ich meine, der Mond, der hat schon so einige Einschlagkrater. Ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben, dass es auch an die Millionen geht. Da müsste ja schon einiges an Staub der senkt sich ja auch dann nach einer gewissen Zeit. Ja, das stimmt, genau. Aber ich weiß, das wäre mal auch interessant. Von der Größe halb Polens. Ich wüsste gerne, das kann man da bestimmt auch irgendwie in der Langzeitbeobachtung auch mal sich anschauen, wie viele Krater der tatsächlich abkriegt pro Monat. Da habe ich jetzt überhaupt keine Zahl. Weißt du was? Das ist was, ich mache mir jetzt hier in Discord eine Notiz, das frage ich Toni. Der ist doch unser Mondexperte. Ja. Wo ist das hier? Mars, Astrodrom, Mondrecherche. So, und dann mache ich mir ein Stichwort rein und da kommt rein aufgewirbeltes Geröll. Und dann formuliere ich da gleich eine schöne Frage raus und dann werden wir mal gucken, was da rauskommt. Ja. Ja, cool, cool. Schön. Ja, das ist auf jeden Fall am Mond dran. Also wir werden berichten, wenn wir dann Bilder haben und euch die präsentieren können. Ja, abseits dessen, jetzt weiß ich gar nicht, wo hast du denn das mit dem Mond? OneWeb? Wo hast du denn den Mond? Ach, da. Du meinst, da bist du aber kreativ gewesen. Bist aber gesprungen. Bei mir ist er an erster Stelle. Also bei mir nicht, an zweiter. Muss ich mal vielleicht aktualisieren. Dann ist es doch von hier aus vielleicht gar nicht allzu fern, dass wir zu einem Kommentar einer Weltraumarchäologin springen. Die setzt sich ja immerhin auch mit Geröll auseinander, oder? Ja, richtig. Ich habe es mit reingenommen, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es tatsächlich sowas wie Raumfahrt oder was Weltraumarchäologen gibt. Genau, und auf The Conversation hat die Dame nochmal einen Artikel dazu gebracht, ob das jetzt nun schlimm ist, dass wir da halt auf dem Mond auch Material von uns landet mit höherer Geschwindigkeit und inwiefern da auch Dinge, die wir da schon hingebracht haben, irgendwie auch einer Gefahr ausgesetzt sind. Und sie hat das doch auch sehr entspannt kommentiert, dass es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass da auch die Dinge, die wir da schon hingebracht haben, ja zerstört werden oder kaputt gemacht werden. Ja, also das Spannende ist ja eigentlich, dass Weltraumarchäologie jetzt nicht danach klingt, dass man auf dem Mond irgendwie vergrabene Inka-Stätten vergangener Alien-Zivilisationen ausbuddeln will, sondern ähnlich wie das ja Konservatoren auch heute bei, die Pyramiden in Gizeh oder sowas, ne? Also dass da quasi Leute mit beschäftigt sind, die für die Nachwelt zu konservieren und zu erhalten, dass ja hier scheinbar das
so das Hauptaufgabenfeld einer lunaren Weltraumarchäologin ist, die eben das, was wir da schon als Menschheit hinterlassen haben, für die nachfolgenden Generationen irgendwie erhalten möchte, ne? Ja, richtig. Es gibt ein Komitee, ich muss jetzt, Komitee on Space Research, Planetary Protection Policy gibt es da. Und genau, es gibt da keine konkreten Regularien, wie man sich da irgendwie zu verhalten hat, aber das ändert sich wohl auch gerade. Da gibt es eine wachsende Awareness, dass die Dinge halt auch zu schützen, ne? Also wachsende, ach man. Ein wachsendes Bewusstsein dafür. Ja. Da auch pfleglich umzugehen. Ja. Auch auf dem Mond, auch wenn es ein toter Planet ist. Ja. Pfleglich umgehen finde ich ein gutes Stichwort für einen Nachtrag zu Ocean oder Awesome. Ich bin mir gar nicht sicher, wie wir es richtig aussprechen. Ocean 1. Wir hatten in der letzten Woche berichtet, dass es nochmal eine Mission geben soll mit dem Ziel, das Leben eines Satelliten zu verlängern. Wir hatten das ja bereits bei einem Northrop Grumman Satelliten gesehen, der im Grunde ein fliegendes Triebwerk mit Greifarm war, wenn man sich das so vorstellen möchte. Und dieses Raumfahrzeug hat dann an einen anderen Satelliten, der eigentlich schon End of Life war, angedockt mit seinen Ärmchen und hat dann sein eigenes Triebwerk genutzt, um nochmal eine Manövrierfähigkeit herzustellen, um nochmal den richtigen Orbit einzunehmen. Wir wussten jetzt beim letzten Mal nicht so genau, wie das ablaufen soll bei dem, was die NASA jetzt mit Ocean 1 vorhat. Und jetzt gab es am 7. März, also vor 2 Tagen, einen relativ ausführlichen Artikel in der Golem, wo Patrick einmal dargestellt hat, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Und er nennt Ocean 1 eine mobile Tankstelle fürs Weltall. Das geht ein bisschen chirurgisch vor. Das absolut, sah, absolut. Könnte auch aus dem chirurgischen OP stammen, mit minimalinvasiven Roboterarmen. Ja. Ich weiß nicht, wo hatte ich hier den... wie das Ganze ablaufen soll. Es handelt sich dann um einen Tanker bei Ocean 1. Also der hat Hydrazine als Treibstoff dabei. Das ist ein Treibstoff, der einfach sehr lange lagerfähig ist und auf den viele Satelliten im Orbit zurückgreifen. Auch weil er einfach... er muss nicht gezündet werden, der zündet bei Kontakt mit einem Oxidationsmittel, also muss man nur 2 Flüssigkeiten im Grunde zusammengeben und schon hat man Schub. Und um jetzt aber den Treibstoff von Ocean 1 in einen anderen Satelliten reinzubekommen, der ja so gebaut ist, dass er ja eigentlich von der Außenwelt abgeschirmt ist, sind einige spannende Schritte notwendig. Und zwar, man schneidet zuerst die Isolierschicht von dem zu lebensverlängernden Satelliten kaputt. Anschließend müssen 2 Drähte, die man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie Blomben durchtrennt werden. Dann kann man die Schraubkappe vom Tankstutzen lösen. Dann kann man einen Schlauch anschließen, Hydrazin-Treibstoff reinfüllen und auch wenn das dann passiert ist, kann man den Schlauch wieder abnehmen, da bleibt dann so ein Stutzen, so ein Rückflussventil, so ein Rückflussstopp bleibt dann da drauf und fertig ist die Laube, aber wenn man sich das Video anguckt, holy schmoly, die haben ganz schöne Ambitionen, wa? Ich frage mich gerade, wie das auf der Erde so ein Ding zu betanken, stelle ich mir einfach vor. Gut, einfach jetzt auch nicht. Ich meine, da musst du sicherlich auch einige Sicherheitsaspekte bedenken. Aber im All unter Schwerelosigkeit verhalten sich die Flüssigkeiten ja auch völlig anders. Eine Herausforderung, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, dass ich
liebe Hörerinnen und Hörer, ich lege euch nahe, schaut in die Shownotes, wie hier immer der obligatorische Hinweis, wenn euch interessiert, weiterführend interessiert, über was wir hier so sprechen. Wir versuchen immer alle Artikel, die wir so einschneiden, alle Artikel, aus denen wir unsere Informationen rausziehen, in den Shownotes zu verlinken. Die findet ihr meistens dann bei einem guten Podcast-Player unterhalb der Play-Pause vor Zurücksteuerelemente. Schaut mal, da haben wir eigentlich alles verlinkt und das YouTube-Video, das meine ich, haben wir ja auch verlinkt direkt, ne? Nee, machen wir jetzt gleich. Nee. Weil, meine Güte, also da wirklich hinzugehen und dann mit so einem, mit einem Arm die Hülle aufzuschneiden, das dann hoch zu rollen, wo du dran willst, dann da irgendwie mit einem Schneider die Blomben da losschnibbeln, dann die Kappe abdrehen. Das ist ein Bewegungsablauf, den musst du ja auch irgendwie, den kannst du ja nicht einfach nur in Quellcode gießen und dann hoffen, dass es funktioniert. Das musst du ja auch mal ausprobieren. Also da wird so viel Arbeit hinterstecken. Das stelle ich mir halbwegs pervers vor, damit dran zu arbeiten. Also ja. Gibt's da, aber war das in dem Artikel auch beschrieben? Gibt es da schon einen Plan, wann das gute Stück ins All soll? Ich gucke mir das gerade bei der Nase an. Sieht nicht danach aus. Nee, Brent Robertson ist Projektleiter bei der NASA. Sieht erst so nach einem Proposal aus. Dritter 2022, Mission Complete, it's Critical Design Review. Ja. Ah, okay. Ja, das wird dann noch ein bisschen dauern, bis das so umgesetzt ist. Ja, das ist aber auch Critical Design. Also das. Wir haben ja viele Bewegungsabläufe, die wir. Also, das erinnert mich einfach an Bewegungsabläufe, wie wir sie beispielsweise mit dem Canadarm machen. Ne? Und da geht es ja ISS. Da geht es ja eigentlich auch nur darum, ein Raumfahrzeug zu greifen und an den Dockingport zu ziehen. Für viel mehr war der Canadarm ja in der Regel nicht da. Und hier wirklich einen komplexen Bewegungsablauf, ähnlich wie Perseverance meinetwegen, auf dem Mars zu absolvieren, also verschiedene Werkzeuge an diesen Arm dran zu tauschen und dann eben Schritt für Schritt sicherzustellen, also quasi so Meilensteine zu erreichen, wo man dann sagt, jo, das jetzt haben wir den Schritt abgearbeitet und der war erfolgreich, jetzt machen wir den nächsten. Klar, da ist immer noch menschliche Intervention in gewisser Weise möglich, aber ich denke, dadurch, dass das ja nicht in Echtzeit abläuft, da wirst du schon einiges automatisieren müssen. Ja, aber es ist halt auch wieder so ein Vorschritt, sage ich mal, zu zum Beispiel In-Space Manufacturing. Ne? Ja, also da gehören wirklich einige Dinge dazu. Fluid Transfer, also das beschreibt die NASA hier ganz schön. Specialized Tools brauchst du, die du auch austauschen kannst. Ne? Ja. Aber auch High-Speed und Hybrid Computing ist nötig und Rendezvous und Proximity Operations, also ist halt sehr dicht beieinander. Man will natürlich auch zusehen, dass man da keine Kollision auslöst und so. Also es gehört schon einiges dazu, das auch umsetzen zu können und ist eine Blaupause dann für eine nächstgrößere Mission und kann dann auch so zu größeren Dingen wie in Space Manufacturing führen, ne? Ja, es soll schon noch spannend. Also In-Space Manufacturing soll ja quasi parallel zu der Mission auch erprobt werden. Ne, es soll ja ein kleiner Roboter namens Spider mitfliegen. Und der soll eben selbstständig eine 3 Meter lange Antenne zusammenbauen. Also der nimmt irgendwie 7 kleine Segmente nimmt der mit. Und die soll er dann da oben zusammenbauen. Das habe ich noch gar nicht gelesen, dass da. Ja, siehst du? Genau, also insofern könnte das so der erste Schritt von In-Space Manufacturing sein. Es ist zwar jetzt nicht irgendwie was 3D gedrucktes aus, Mondstaub oder so, aber es sind halt Einzelteile, die im Orbit dann zusammengesetzt werden sollen. Ne? Ja. Ach, das finde ich auch mega spannend. Also das Thema In-Space Manufacturing, weil das natürlich nochmal ganz andere Dimensionen eröffnet.
Ja, und wir haben ja teilweise schon, halten wir ja den Atem an, wenn irgendwas origami-artig auseinandergefaltet werden soll. Und hier wäre dann tatsächlich, dass man sagt, yo, hey, wir befördern die Einzelteile für den Satelliten in den Orbit und dann brauchen wir auch keinen reinen Raum, weil da oben ist sowieso Vakuum. Dann können wir da oben den Satelliten auch zusammenbauen irgendwie. Ja, das erinnert mich an OneWeb, da haben wir gar kein Update dazu, aber man kann sagen, die Spiegel werden weiter aligned, auf die richtige Position ausgerichtet. Nicht und OneWeb. James Webb. James Webb, das stimmt, zu OneWeb kommen wir gleich noch, aber James Webb, danke dir. Und ja, es gehen immer mal regelmäßig Bilder ein, die einen doch auch ins Erstaunen versetzen, wenn man sich mal vorstellt, was da dahinter steckt. Ja. Jo. Ja, von James Webb zu OneWeb. Genau. Ich war mir nicht mehr sicher, haben wir da letztes Mal auch schon drüber gesprochen? Ja, ne? Da war das, glaube ich, eine Nachricht, die wir gerade noch reinbekamen, wo wir uns gefragt haben, okay, wie wollen die das, guten Satelliten da von Kasachstan aus starten lassen? Und jetzt ist es klar. Letzte Woche im Grunde, so wie in dieser Episode, auch am Ende Starts und Landungen, also dass wir über kommende Starts berichtet hatten. Und stimmt. Dann stand da OneWeb an Bord einer Soyuz und wir saßen und dachten uns, ob das was wird irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt war halt noch scheduled und du hattest einen Tweet ausgebuddelt, noch vom gleichen Tag. Dass, ein paar Stunden später oder ein paar Minuten sogar. Genau, ne, dass einem Start irgendwie aktuell nichts im Wege steht, dass man bei den Vorbereitungen ist und wir so, okay. Und turns out, nö. Ja. Wobei die Historie dann doch vielleicht ein bisschen spannender ist. Wir können die ja nochmal einmal nachvollziehen. Verdammt, jetzt ist die Seite hier vorübergehend nicht erreichbar. Ich gucke mal in die News-Recherche. Es war so, dass wir hatten am 1. März gesagt, es geht voran mit dem... Kommst du auf die Seite? Nee, ne? Nee, auch nicht. Okay, es geht voran mit dem... Start von OneWeb. Am 3. März veröffentlichte Golem dann einen Artikel, der jetzt tatsächlich nicht mehr erreichbar ist. Ach, Golem, ganz Golem ist gerade nicht mehr erreichbar. Oha, ist da los? Okay, gut. Dann kann ich auch gerade nicht nachlesen. Aber ich glaube, das ging halt auch darum, dass Rogozin, glaube ich, auch wieder gesagt hat, puh, pass mal auf, wir fordern, dass die OneWeb-Satelliten nicht militärisch genutzt werden. Darum ging es unter genau anderem sowas. Und irgendeine Forderung war halt noch. Ne? Ja. Und kurz darauf hat OneWeb gesagt, dass sie sich nicht erpressen lassen werden und dass sie dann von Starts mit Soyuz-Raketen absehen werden. Genau. Rogozin hat das war am 3. Genau, dann hatten sie eine Zeit später hatten sie dann ja, aber auch am 3. gesagt, dass sie verzichten. Ja, aber hey, das ist ja aus Unternehmensperspektive nur nachvollziehbar irgendwie, dass du dich nicht dazu verpflichten lässt, also dass du dir nicht die Bedingungen, zu denen deine eigenen Satelliten genutzt werden, diktieren lässt. Naja, wahrscheinlich ist das halt auch, Militär ist ja immer, oder militärische Nutzung ist ja auch mal mit guten Einnahmen verbunden, sage ich mal, das lässt man sich nicht so einfach nehmen. Ja. Die Frage ist dann halt nur, gut, wie machen sie es? Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei SpaceX da auch so einige Termine, also die werden ja auch nicht einfach mal so Termine frei haben, zumal das ein Konkurrenzprodukt ist. Da kann ich mir vorstellen, dass die so auch noch ein bisschen zurückhaltender sind im Angebot von Startterminen. Ja, bleibt ja nicht mehr so viel. Vielleicht kommen sie auf die Chinesen zurück. Ja, vor allem, das war ja auch im ersten Artikel skizziert worden, wo es eben um dieses Ultimatum von Rogozin ging, dass eben, ja, also dass der Staat bezahlt ist und die Satelliten ja auch da sind, in
Kasachstan. Mhm. Und dass man jetzt natürlich auch damit rechnen muss, dass das Geld für den Staat bezahlt bleibt, also dass man da nichts von wieder sieht und dass man möglicherweise seine ganze Rutsche an Satelliten nicht wieder sieht irgendwie. Ne? Mhm. Also das ist durchaus ein nennenswerter Verlust für OneWeb, der, denke ich, auch nicht durch die Standardversicherung abgedeckt ist. Das glaube ich auch nicht. Das wird schon auch den Zeitplan sicherlich nach hinten verschieben, zumal ein Wechsel vom Launch Provider ja auch recht große Konsequenzen hat. Man kann ja nicht sagen, okay, nehmen wir einfach die Satelliten, die wir haben und schicken die nach China. Das heißt ja aber auch, dass da die Architektur, auf der die ja angekoppelt sind, auch angepasst werden muss. Ja. Ja, von mit hier aus würde ich sagen, vor allem mit Blick auf die Uhr, kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Hm. Roskosmos, die Drohung, die Rogozin gegenüber OneWeb ausgesprochen hat, oder von der Drohung konnte man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht reden, sondern von den Bedingungen, die gestellt wurden, kommen wir im Grunde zu pöbelnden Astronauten und Roskosmos-Chefs. Hast du die Chronologie noch vor Augen? Ich habe gerade versucht, mir das nochmal vor Augen zu führen. Es geht auf jeden Fall um Scott Kelly, einem amerikanischen US-Astronauten, und um Rogozin. Und du meintest, die haben sich in der Vergangenheit ja auch schon mal so ein bisschen in den Haaren gehabt. Aber ich weiß nicht mehr ganz, Rogozin hatte ja das Video gepostet, bei dem sich der russische Teil von der ISS von der ISS abtrennt und daraufhin Fake-Video, ne, müssen wir dazu sagen. Ja, Fake-Video und daraufhin hat Scott Kelly auf Russisch dann einen Tweet verfasst. Und daraufhin ist Rosi so ein bisschen aus der Haut gefahren, sag ich mal. Genau, also Scott Kelly hat sich nachvollziehbarweise, finde ich, irgendwie not amused gezeigt und ist dann auch umgangssprachlich ausfallend, könnte man es nennen, geworden. Er hat auf Russisch getwittert, die Astronauten, die auf der ISS tätig sind, absolvieren ja auch zumindest, in Ansätzen Russisch Sprachtraining, weil man sich ja auch mit den Kollegen austauschen können muss. Und er legte Rogozin zu diesem Zeitpunkt irgendwie nahe, doch vielleicht besser bei McDonald's zu arbeiten, wenn man nicht anerkennt, dass es dass Russland nicht ohne den Westen kann auf der ISS. Und daraufhin drohte Rogozin dann eben mit dem Tod der ISS, wenn er nicht damit aufhöre. Und das ging dann ein bisschen hin, ging dann ein bisschen her irgendwie. Und einmalig, würde ich sagen. Ja, meiner Meinung nach zeigt das einfach, wie blank auch die Nerven liegen und was für ein Nervenbündel, dass die ISS an seidenen Faden hängt in gewisser Weise, das ist nicht selbstverständlich, würde ich mal behaupten, dass das ISS-Programm, so wie wir es kennen, auch langfristig oder zumindest bis zum beschlossenen Termin, vielleicht nehmen wir das mal so als Ausblick, bestehen bleibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt auch bei Roskosmos sehr bemüht ist, eine Lösung zu finden, Russland vielleicht möglichst aus diesem Programm abzuziehen, ohne vielleicht Menschenleben zu gefährden, wobei weiß ich nicht, wer weiß, ne? Also es war schon unvorstellbar, dass der eine souveräne Staat in den anderen einmarschiert, wer weiß, was jetzt im Grunde dann noch Unvorstellbares auf der ISS passiert. Man will es nicht herbei beschwören, aber ich denke, es bleibt weiter spannend. Ich denke nicht, dass halt die Wogen geglättet sind und alle sagen, wir gehen jetzt wieder auf eine professionelle Ebene zurück. Die haben sich, glaube ich, gegenseitig geblockt auf Twitter. Und Insofern bleibt ja auch spannend und auch abzuwarten, wie jetzt der letzte oder der verbliebene Astronaut oder einer der Astronauten dann Ende März dann auch zur Erde zurückkommen.
Mark van Dyne. Genau, der soll ja eigentlich mit einer Soyuz auch wieder zur Erde zurück. Noch glauben wir beide zumindest da nicht so dran. Man wird sich da bestimmt noch mal was anderes einfallen lassen. Es gibt da auch schon ein paar Pläne. Ja. Ja, muss man mal sehen. Jo, kann man nicht anders sagen. Schade drum irgendwie, dass jetzt, also ich habe es eigentlich für sehr belastbar gehalten, dieses Verhältnis, gerade dieses professionelle Verhältnis zwischen einfach Astronautinnen und Astronauten, und habe gedacht, meine Güte, ja, die werden sich doch wohl, weiß nicht, die leben da auf kleinstem Raum zusammen irgendwie und sind aufeinander angewiesen, aber hey, auch die, das meine ich, sagten wir auch schon während der letzten Folge, klar, die werden untereinander vielleicht dicke sein, aber einfach, wenn dann Befehle, sie sind, ich weiß gar nicht, sind Astronautinnen, gehören nicht zum Militär? Nicht zwangsläufig. Nee. Also bei den Russen ist das, glaube ich, schon noch eher üblich. Aber ist nicht zwangsläufig so, ne. Ja, da spielt natürlich immer die politische Komponente eine große Rolle. Ne? Genau. Ich glaube, wäre die nicht, wäre einiges einfacher. Aber ist leider nicht so. Jo. Vielleicht behalten wir das im Auge. Wir werden mit Sicherheit nochmal bei gegebener Zeit darauf aufmerksam machen, ob da jetzt was geplant ist, dass Mark nicht zurückbleibt, und euch dann berichten. Für heute würde ich sagen, belassen wir es vielleicht dabei und kommen dann noch über zu Astra, oder? Genau, über Astra haben wir beim letzten Mal auch schon gesprochen. Das ist, glaube ich, 2 Wochen her. Die hatten einen Raketenstart, einen Test, der leider nicht glückte. Und jetzt hat man aber klar herausfinden können, woran es gelegen hat. Du hast da vorhin schon mal ein bisschen dazu erzählt. Es gab beim Trennmechanismus, da auch Probleme, ne, und mit der Verkleidung und bei der Reihenfolge von Zündungen. Genau, also wir hatten ja schon von Scott Manley gehört, keine Ahnung, wie das wieder zustande kam, ob das während des Livestreams zu hören war oder so, dass ja irgendwas wohl mit der Nutzlastverkleidung gewesen ist, und wir hatten in der entsprechenden Episode gemutmaßt, dass die vielleicht gar nicht aufgegangen ist und dann startet die Nutzlast mit der 2. Stufe gegen das Innere der Nutzlastverkleidung. Ganz so extrem war es wohl nicht. Das sieht man auch im Livestream, dass die Nutzlastverkleidung öffnet, aber man befindet sich ja einfach auf einer Flugbahn, und da geht es ja dann auch darum, dass die Teile sich symmetrisch von der Stufe entfernen, von der 1. Stufe entfernen. Ansonsten jeder Schlag, in Anführungsstrichen, den man in die eine oder andere Richtung bekommt, sorgt einfach davon, dass man den vorgegebenen Flugkurs verlässt. Und hier war es dann wirklich einfach ein elektrisches Problem, das dazu geführt hat, dass sich die Nutzlastverkleidung nicht vollständig entfaltet hat. Und wie du gerade auch sagtest, der Trennmechanismus hat in falscher Reihenfolge gezündet. Da sagtest du schon, da hat jemand Kabel verwechselt. Das hat dann eben zu einer nicht vorhersehbaren bzw. einer nicht einkalkulierten Bewegung der Nutzlastverkleidung geführt, die letztlich dafür gesorgt hat, dass die Rakete sich dann abgeschaltet hat. Ja. Aber du meintest, es steht auch schon wieder ein neuer Start für Astra auf dem Plan. Da hast du wahrscheinlich auch schon einen Termin, oder? War der zu sehen? Ich war ganz baff. Also guck. Jetzt Sonntag plane ich schon den nächsten Start. Also die haben, glaube ich, jetzt gar nicht die Untersuchung abgewartet, um da den nächsten Start zu schedulen. Aber hey, da war jetzt auch no need irgendwie, also bei human-rated spacecrafts, also wenn jetzt beispielsweise der Boeing Starliner ein Problem hat, dann
muss man das einfach nach hinten schieben, weil dann ja nicht einfach nur eine Versicherungssumme irgendwie entrichtet wird und dann hat der Kunde keinen Schaden dadurch oder sowas, sondern da geht es ja dann wirklich darum, dass Menschenleben gefährdet sind. Und da muss das dann durchzertifiziert sein, aber hier hat man sich jetzt einfach sehr optimistisch den nächsten Start geplant, hat jetzt die Papiere rausgegeben oder die Pressemitteilung, was da der Fehler war und ja, lässt die Öffentlichkeit daran teilhaben, was ich ja durchaus sehr positiv finde. Ja. Unterdessen sammelt Percy weiter Steine. Das einfach so in unserer Chronistenpflicht. Die 7. Gesteinsprobe wurde jetzt eingesammelt und verstaut. Ich komme ja immer noch nicht darauf klar, wie realistisch, wie detailliert die Bilder sind, die Perseverance uns von der Marsoberfläche hier Richtung Erde schickt. Also da lohnt sich auch definitiv das entsprechende Twitter-Profil zu abonnieren, weil das, ja, das sieht halt aus wie in, keine Ahnung, als würde der hier in irgendeiner Testumgebung auf der Erde irgendwie rumcruisen. Ne? Also das... Ja. Gute Qualität bisschen, der Bilder. Ja, es ist halt ein leichter Gelbstich irgendwie in den Bildern, aber ansonsten würde man, glaube ich, nicht vermuten, dass es sich um einen anderen Planeten handelt, auf dem dieser Rover unterwegs ist. Es ist einfach abgefahren, was da für hochauflösende Bilder herkommen. Ja, ich finde das schon verrückt, auch diese Bilder zu sehen, wo dann der Rover halt die Steine anbohrt und dann irgendwelche Markierungen da reinsetzt. Ja. Ich stelle mir dann mal die Frage, wenn dann irgendwann mal andere Leute da hinkommen und sich wundern, hä, was ist das denn komisch, wie kriegen wir das zusammen? Warum ist das so? Ja. Genau. Gut, man sieht Spuren auf dem Boden, okay, man kann das dann schon irgendwie nachvollziehen. Ja, wobei, so in 100 Jahren oder so, wenn dann nochmal eine andere Spezies vorbeischaut, dann werden die Spuren auch nicht mehr so zu sehen sein, wenn es dann immer einen schönen Wind gibt wird. Ja, also ne, dann, wenn da dann irgendwann mal die Weltraumarchäologen auf dem Plan stehen ne, und sich fragen, was wir da gemacht haben irgendwie, ja. Also, das muss schon gut dokumentiert sein. Ja, schon cool, verrückt. Sehr cool. Echt gut. Kommende Starts wollen wir vielleicht noch kurz darauf hinweisen. Wir haben, jetzt lass mich einmal gucken, hier vollständigen Post in neuer Seite öffnen. Wir haben nochmal einen Falcon 9 Start in 5 Tagen. Wir hatten heute einen, meine ich, ne? War das heute? Ich hatte zumindest heute einen Wednesday. Ja, genau. Wir hatten heute einen Starting Start. Der war auch soweit erfolgreich. Ich meine, beide sind auch, also, guck mal, jetzt sieht man daran, dass wir nachgucken müssen. Did they attempt to recover fairings? Da. Successfully landed. Also hier haben wir eine erfolgreiche Landung der ersten Stufe und hier denke ich auch Fairing, Payload, First Stage, yes. Ah, so, ah, okay, ja, die ist ja noch auf dem Weg, das ergibt Sinn. Ne? Mhm. Also die ist auf dem Tugboat, aber die kommt jetzt dann erst zurück in den Hafen und dann wird hier wahrscheinlich erst aktualisiert, dass es erfolgreich war, wenn es im Hafen abgeladen wird. Aber ja, wir haben jetzt nochmal einen Falcon 9 Start, der ansteht, wir haben den Astra Start, der am 13. ansteht und ja, alles Weitere berichten wir euch dann in der kommenden Woche, würde ich sagen. Ne? Ja, cool. Sind wir durch? Ja, überraschend, oder? Ja, jetzt 22.10 Uhr, also eigentlich genau eine Stunde, oder? Ja, schon ziemlich genau. Ich liebe die Punktlandung, das gefällt mir immer gut. Gut, meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig sehr, wie auch immer, unfassbar freuen, wenn ihr dieses Projekt, diesen Podcast als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik- und Space-Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Gerade letzteres möchte ich nochmal hervorheben vor dem Hintergrund unserer kleinen Winterpause sind wir doch, wenn man die entsprechenden Buzzwords bei iTunes eingibt, ein bisschen nach unten gerutscht wieder.
Da wurden wir quasi hart sanktioniert. Wenn ihr also mit ein paar Ständchen bei iTunes da wieder dafür sorgen würdet, dass unser Podcast als aktuell wahrgenommen wird, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten schaut gerne mal auf edontime.de. Wir haben da ein bisschen was für euch zusammengestellt, wo man auch, denke ich, gut stöbern kann. Da gibt eine kleine About Us Section und eine Liste mit unseren UnterstützerInnen. Schaut da gerne mal vorbei. Ich denke, das könnte ganz interessant sein, wenn euch dieser Podcast hier gefällt. In diesem Sinne, mein Lieber, ich würde sagen, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns gewogen. Bis dahin, tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.